Jo Leute, heute stehen wir vor Radies Barbershop und heute herrscht ein bisschen anderer Vibe. So Leute, heute ist ein bisschen Retro-Feeling angesagt. Ja, wir sind bei Radies hier im Barbershop. Und ich werde mir heute nicht nur meinen Bart und meine Augenbrauen machen, sondern ich bekomme auch Braids gemacht. Das wird ein bisschen länger dauern, aber ich bin schon richtig gespannt. Also Feeling hier ist auf jeden Fall ein bisschen anders, aber ich freue mich schon. So Leute, bevor es jetzt losgeht mit den Braids, wird erst der Bart mal schön in Form gebracht und dann... So Leute, Bart ist mittlerweile gemacht, wie man sehen kann, ja. Und die Lady, die meine Braids machen soll, die hat irgendwie ein bisschen verschlafen. Und wir wissen ja, in Südamerika, da nimmt man es nicht ganz so genau mit der Zeit. Also da warten wir jetzt drauf, bis sie kommt und dann geht's los mit den Braids. Es geht los! Also Leute, Hälfte ist geschafft und ich muss sagen, während er die Braids macht, ja, also die Lady ist übrigens nicht gekommen, die meine Braids machen wollte, aber während Brady jetzt ja, persönlich meine Braids macht, das zieht halt schon ein bisschen, ja, also während er die macht, jetzt ist die erste Hälfte durch, jetzt geht's eigentlich. Ich freue mich jetzt, wenn wir die zweite Hälfte durch haben und dann ist Wochenende. Also meine Freunde, ihr könnt mich jetzt buchen unter rentarapper.com. My name is DK. Egal, wer will. Ja, 50 Cent, Fitbull, und am Start, Leute. Mit der Frisur geht alles.
So Leute, der Tag war lang, aber wie ihr sehen könnt, ich habe es tatsächlich gemacht, die Braids sind fertig. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, allein wegen dem Feeling, ja, also ein bisschen Latino-Feeling ist hier auf jeden Fall mit garantiert, wenn du zu Ready gehst. Und es hat ein bisschen wehgetan an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn er am Ziehen ist und die halt wirklich am Flechten ist. Ja, sag mal so, ich bin ja auch eine Pussy, okay, ich bin auch eine Pussy. Aber es tut echt ein bisschen weh, das Ziehen. Aber am Ende des Tages, ja, ihr könnt mich jetzt buchen als Rapper, ja, rentrapper.com. War eine lustige Erfahrung und wenn irgendjemand mal Braids haben möchte, schaut bei Rady hier beim Barbershop in Berlin vorbei und ich würde mal sagen, let's rap now.